Willkommen zu einem kleinen Informationsvideo zu Pokémon Go. Es gibt wieder ein paar kleine News, ein paar sind bestätigt, ein paar sind nur Mini-Leaks, die noch nicht so ganz bestätigt sind. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit denen an, die bestätigt sind. Bestätigt ist zum Beispiel, dass wir jede 2 Wochen mindestens ein Update für Pokémon Go bekommen, was, naja, fix ist, was zum Beispiel irgendwelche Bugs angeht oder Crashes angeht, beinhaltet. Oder auch einfach andere Updates, die etwas größere Sachen beinhalten. Es kann halt von was ganz kleinen, stupiden bis etwas größeren ausbauen. Und das ist relativ cool, weil wenn das so immer so in 1-2 Wochen Takt geupdatet wird, können nicht so schnell Fehler wieder entstehen, beziehungsweise man versucht halt die App immer auf dem Laufenden zu halten, damit wenn Fehler entstehen, sie direkt behebt werden. Heißt, wenn etwas Fatales bekommt, wird es auch sofort behoben und nicht irgendwann, man muss nicht irgendwie wieder eine Woche warten oder so. Aber man versucht immer, innerhalb von 2 Wochen irgendwelche Updates zu bringen. Auch wenn es nur kleine neue Features sind oder große neue Features, vielleicht neue Items oder sowas. Sie versuchen halt immer so ein bisschen das Spiel auf den neuesten Stand zu halten. Was ich richtig geil finde, weil ich meine, das ist halt was relativ Cooles, was nicht gerade viele Apps haben, dass immer so in 2 Wochen Takt noch was auf den neuen Stand raushauen wird oder die ganzen Bugs schnell gefixt werden und sowas. Also finde ich relativ gut, dass sie sich damit befassen. Ich meine, bei so vielen Spielern jetzt zurzeit ist es natürlich auch selbstverständlich, dass man da mal ein bisschen die App aufwerten muss. Dann zur nächsten Sache, denn es hat ein Wärter her vom Niantic-Team in Reddit gepostet, dass es bald, bald legendäre Pokémon-Kämpfe geben wird oder irgendwie sowas. Ich habe das jetzt nicht ganz herausgelesen, ich habe nur verstanden, dass wir ja 3 Teams haben. Das wären halt einmal die Zapdos-Team, Arctos-Team und Lavados-Team. Und die Gewinner des jeweiligen Teams, also es wird irgendwie nach ein paar Monaten oder so, wird dann halt irgendwie herausgesucht, wer jetzt die meisten Arenen eingenommen hat und bla bla bla. Und der Gewinner der jeweiligen Teams, also beziehungsweise wenn Team Blau gewinnt, kriegt jeder aus Team Blau halt einen Arctos oder so. So hat er das halt formuliert. Und könnte auf jeden Fall wahrscheinlich sein, dass sowas passieren wird. War auf jeden Fall eine coole Sache, weil da muss man als Team zusammenarbeiten, unter verschiedene Arenen einnehmen und somit bekommt man dann die legendären Pokémon. Zudem wurde dann noch erzählt, dass in den nächsten größeren Updates, das Traden eingeführt wird, wie man es auch schon in den Trailern sehen konnte, dass man halt Pokémon mit seinen Freunden tauschen kann und bla 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 bla. Zudem wurde halt auch noch angekündigt, dass man irgendwann auch gegeneinander kämpfen kann. Das sind ja die beiden größten Hauptpunkte, die man halt noch einführen müsste, das Kämpfen gegen Freunde einfach so und dann, halt das Traden der Pokémon, dass man halt die untereinander umtauscht und so weiter und so fort. Wäre auf jeden Fall eine coole Sache, wenn das dann schnellstmöglich reingefügt wird. Und ich würde sagen, das war's noch gar nicht. Genau, dann wurde was anderes noch eingefügt, denn die Gen 2 Pokémon, die werden vielleicht schon im Dezember released, also beziehungsweise der Herr von Niantic, der das gepostet hat in dem Forum, hat halt gesagt, dass im 6-Monats-Takt immer neue Pokémon released werden. Heißt, dann würde im Dezember halt die zweite Generation released werden, die dritte wird dann irgendwann nächstes Jahr im Sommer released werden und dann nächstes Jahr im Dezember die First Gen, halt so immer weiter. Und damit man halt, ein bisschen Puffer hat, um die ganzen Pokémon zu fangen, hat man halt immer diesen 6-Monats-Takt. Ich finde das, glaube ich, auch ein bisschen zu viel fürs Erste, also ich finde, da könnte man auch, in 2-3 Monaten schon das nächste Pack releasen, um das mal ein bisschen den Hype auf den Stand zu halten. Wobei es natürlich auch cool ist, dass man erstmal jetzt alle Pokémon fangen kann und genug Zeit dafür hat und danach erst dann halt übergehen kann. Aber mal sehen, wir wissen ja nicht, wie lange so ein Spiel auch Spaß machen kann, das müssen wir halt auch noch herausfinden. Steht ja noch in den Sternen. Und ich finde es aber relativ cool, dass sie dann immer wieder nachpatchen wollen mit den ganzen neuen Pokémon und das wird auf jeden Fall richtig nice und irgendwann haben wir alle Pokémon, die es gibt und haben eine relativ große Auswahl und das ist einfach richtig nice und irgendwann habe ich mein Quajutsu. Das dauert nur irgendwie 6 Gens oder so. Das wird noch so lange dauern, das fuckt mich ein bisschen ab. Aber ich finde, das sind relativ gute News für uns und News, die mir auf jeden Fall sehr gefallen. Weil,
Wow, wir kriegen wahrscheinlich einfach die nächste Gen in 6 Monaten und boah, das ist auf jeden Fall nice. Und dann das Traden und das Kämpfen gegen andere Trainer, auch eine relativ nice Sache. Und dass wir innerhalb von 2 Wochen Takt mindestens immer ein Update bekommen, ist auch richtig nice. Auf jeden Fall, schreibt mal in die Kommentare, welches ihr von den ganzen Sachen am besten findet. Bis zum nächsten Mal, bis dann und ciao Leute, euer Solo mit den Pokémon Go News. Haut rein!